Hey liebe Leute, ich bin Alexander Müller, Fotograf und Fotokursleiter aus Wien und ich freue mich, dass ich dir meine Tipps und Erfahrungen aus über 13 Jahren Faszination Fotografie mitgeben darf. Im heutigen Video geht es um das neue Canon RF 200 bis 800 mm. Ein auf vielen Ebenen sehr spannendes Objektiv, das ich jetzt auf meiner Fotoreise in Island intensiv und wirklich auch unter härtesten Bedingungen testen konnte, was die Stärken und auch die Schwächen sind, welche Fotos ich damit gemacht habe und für wen ich glaube, dass dieses Objektiv spannend ist, das erfährst du in diesem Video. Viel Freude! Seit Anfang des Jahres gehört dieses Canon RF 200 bis 800 mm mir und weil ich der Meinung bin, dass gute Ausrüstung auch wirklich härtesten Bedingungen standhalten können muss, habe ich es gleich Anfang Jänner auf meine Fotoreise nach Island mitgenommen. Was erwartet jemanden im Jänner in Island? Kälte, Wind, Schnee, Regen, all das hat dieses Objektiv aushalten müssen und ich werde dir in diesem Video immer wieder mal ein paar Fotos zeigen, aber vor allem am Ende auch eine Auswahl meiner besten Fotos, die ich mit diesem Objektiv in Island gemacht habe. Ich werde dir alles Wichtige, Wissenswerte zu diesem Objektiv erzählen und auch meine Erfahrungen zu Themen wie zum Beispiel Lichtstärke, Brennweite, Fokus, Stabilisator, Wetterfestigkeit, all das erfährst du in diesem Review. Wir haben einiges vor, ich würde sagen, lasst uns gleich beginnen. Ein paar grundlegende Infos zu diesem Objektiv. Das Objektiv wiegt ca. 2 Kilo. Das ist jetzt natürlich schon mehr als ein 70-200, 2,8, was jetzt 1 Kilo circa wiegt. Auch mehr als das RF 100 bis 500 mm, was ca. 1,5 Kilo wiegt. Aber zum Beispiel deutlich weniger als das Sigma 60 bis 600 mm. 2 Kilo ist dann natürlich trotzdem etwas, was man auf lange Zeit natürlich nicht ruhig halten möchte. Aber für den Brennweitenbereich finde ich es absolut okay. Und dementsprechend ist das für mich etwas, was ich in dieser Brennweitenklasse auch akzeptiere ohne weiteres. Die Länge, das schaut ziemlich gewaltig aus. Im eingefahrenen Zustand, jetzt vor allem auch ohne Streulichtblende, ist das ganze Objektiv 31 cm lang. Wenn man dann den Zoom ausfährt und man merkt schon, das ist jetzt kein interner Zoom, dass das Objektiv wird länger, dann sind wir hier circa bei 41 cm. Das finden jetzt manche unpraktisch, dass das jetzt kein interner Zoom ist. Ich werde aber noch später auf die Wetterbeständigkeit eingehen und kann nur so viel mal vorwegnehmen. Das hat unter heftigsten Bedingungen sehr gut funktioniert und keinen Schmutz, zumindest an dieser Stelle, reingelassen. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Die Stativschelle hier unten, die ist fix, die ist nicht abnehmbar. Sie kann zwar hier über ein kleines Rädchen gelockert werden, aber grundsätzlich bleibt sie immer da drauf. Beim 70-200 zum Beispiel kann man die ja auch runternehmen, was ich persönlich durchaus praktisch finde, weil manchmal braucht man einfach keine Stativschelle. Auf der anderen Seite, manche mögen es, dass man es nicht unabsichtlich irgendwie lockern kann, das ganze Ding runterfliegt. Wenn man das zudreht, ist auf jeden Fall die Stativschelle eine super Gelegenheit, die Kamera am Objektiv direkt auch zu tragen. Vorne am Objektiv gibt es zwei Schalter. Hier gibt es einmal den Stabilisator, der hat die Funktionen On und Off. Das heißt nicht so wie bei anderen Teleobjektiven, wo es diverse Modi gibt. Angeblich erkennt das die Kamera im Zusammenspiel mit dem Objektiv, was jetzt der beste Modus ist. Im Idealfall gleicht der Stabilisator 5,5 Blendenstufen aus. Auch auf die Sache gehe ich dann später noch ein bisschen ein. Ein zweiter Schalter, um von Autofokus auf manuellen Fokus bzw. auf den Kontrollring umzuschalten. Der Kontrollring ist gleich der erste, der hier nachkommt und da könnte man eben entweder fokussieren oder zum Beispiel auch einen Wert, den man auf der Kamera irgendwie programmieren kann, verändern. Danach kommt auch schon der Brennweitenring und mit circa 2 Umdrehungen hat man den maximalen Zoom erreicht. Auch auf das Thema gehe ich später noch ein, nur so viel mal, man kann über einen Smooth und Tight Ring praktisch das Ganze entweder ein bisschen strenger oder ein bisschen leichter einstellen. Gleich vorweg, auch auf der leichtesten Einstellung ist es jetzt nicht super leicht, das heißt auch wenn ich jetzt hier auf der leichtesten Einstellung bin, man sieht es, es kommt zwar so ein bisschen raus, aber nicht, dass es von alleine gleich sofort rausfährt oder so. Der Filterdurchmesser ist 95 mm. Die Naheinstellgrenze,
Bei 200 mm ist unter einem Meter, das ist ca. 80 cm, also wirklich ziemlich nah. Damit erreicht man einen Abbildungsmaßstab von ca. 1 zu 4. Und wenn man dann raufgeht bis 800 mm, ist die Naheinstellgrenze immerhin immer noch 3,3 Meter. Das ist ein Abbildungsmaßstab von 1 zu 5. Also noch nicht Makro, aber schon für ein Tele in dieser Brennweitenklasse kommt man da ziemlich nah an die Motive ran. Das Objektiv ist weiß, was jetzt manche so an diese L-Serien-Teleobjektive erinnert. Es ist kein L-Serien-Objektiv. Das Weiß ist auch ein bisschen ein anderes Weiß, wenn man es vergleicht und zum Beispiel neben einem 70-200 der L-Serie eben legt. Aber diese weiße Außenbeschichtung ist einfach wichtig, dass wenn die Sonne drauf scheint, dass das Objektiv nicht irgendwie warm wird, unterschiedliche optische Eigenschaften verändert. Deswegen ist es weiß und es ist Spritzwasser und staubgeschützt. Und diese Aussage kann ich bestätigen mit meiner Erfahrung aus Island. Vom Preis her ist es so, dass zumindest jetzt, Stand März 2024, dieses Objektiv in Österreich 2500 Euro in etwa kostet. Das hat mich persönlich, als ich die Ankündigung gehört habe, nicht schockiert. Ich habe irgendwie, als ich gelesen habe von einem neuen 200 bis 800 mm, gefühlt war ich irgendwie schon mit einem Dreier vorne, 2900 oder 3000 oder vielleicht sogar noch mehr. Wenn man es jetzt vergleicht, das Canon RF 100 500, das kostet über 3000 Euro. Das heißt, das hier ist schon mal preislich eine gute Sache. Ob man jetzt natürlich für ein Tele 2500 Euro ausgeben mag, das muss jeder selber wissen. Ich behaupte nicht, dass das wenig Geld ist, aber ich finde, für ein Objektiv dieser Brennweitenklasse und dieser Verarbeitungsqualität, auf die Bildqualität gehe ich später noch ein, da finde ich, ist es eigentlich schon ein sehr fairer Preis. Ein paar Worte zur Brennweite. Ich persönlich liebe Tele-Brennweiten. Ich liebe auch Ultraweitwinkel, ihr werdet es von anderen Videos kennen und witzigerweise ist auch Anfang des Jahres für mich das Canon RF 10 bis 20 mm fällig geworden. Ist auch ein neues Objektiv, habe ich noch nicht wirklich testen können. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare, werde ich auch gerne mal ein Review dazu machen. Aber bleiben wir mal kurz bei diesem extremen Tele. 200 bis 800 mm ist natürlich schon eine sehr spezielle Brennweite. Und jetzt gibt es natürlich viele Situationen, wo man einfach sagt, da reichen 400, da reichen 600 mm aus. Viele von euch werden sich denken, wozu 800, das Bild kann ich doch croppen, ich kann doch näher rangehen. Nur die Wahrheit ist halt, es gibt natürlich auch Motive, wo ich mit 600 mm schon so nah dran bin, wie es nur geht und das Bild gecroppt habe und wo ich einfach eine noch größere Brennweite brauche, um an das Motiv ranzukommen. Stichwort jetzt Wildlife und so weiter. Also auch wenn ich jetzt jeden Sommer zum Beispiel im Nationalpark Hohe Tauern bin und dort eben Fotos für den Nationalpark mache, da sind zum Beispiel auch die Steinböcke ein beliebtes Motiv und die stehen halt nicht immer so nah, beziehungsweise kann man auch nicht immer so nah rangehen. Und da sind 600 beziehungsweise auch 800 mm schon eine ziemliche Bereicherung. Braucht jeder 800 mm? Nein, auf keinen Fall. Es ist eine sehr spezielle Brennweite, aber ich kenne genug Leute, die mit einem 400, 500 oder 600 mm wirklich regelmäßig an der oberen Grenze anschrammen. Weil es mich interessiert hat, habe ich von der Fotoreise Island eine kleine Auswertung gemacht, mit welchen Brennweiten ich mit diesem Objektiv fotografiert habe. Und ich bin überraschend oft auch wirklich am oberen Ende. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ah, die meisten Sachen hätte ich auch mit einem 100-500 machen können. Ich habe diese 800 mm wirklich oft auch ausgenutzt. Der größte Kritikpunkt, wenn man jetzt die Spezifikationen zum ersten Mal hört, ist sicher die Lichtstärke mit Blende 9. Jetzt würde ich sagen, ist das nicht super schlecht? Kann ich damit überhaupt noch fotografieren? So, ja, es ist jetzt nicht ideal. Aber ich sage es mal so, wenn dieses Objektiv eine andere, eine bessere Lichtstärke hätte, dann wäre es um Welten größer, schwerer und natürlich auch teurer. Also ich sehe das für mich als eine Art Kompromiss. Ich nehme die Lichtstärke 9 und habe dafür ein leistbares Objektiv, eines, das ich freihändig halten kann und das mir 800 mm liefert. Gibt natürlich auch lichtstarke Teleobjektive, oft auch Fixbrennweiten, aber das sind mir halt auch preislich in ganz anderen Dimensionen. Wenn ich jetzt vergleichen würde, zum Beispiel sowas wie dieses Sigma 60-600 mit Lichtstärke 6,3 am Ende bei 600 mm und das Canon RF 200 bis 800, was ja dann Lichtstärke 9 am Ende hat, könnte man jetzt vereinfacht sagen, was ist wichtiger? Bei dem Objektiv bekomme ich 200 mm mehr Brennweite um den Preis von einer Blendenstufe schlechter. Also eine Blendenstufe, das wäre eine Verdoppelung, doppelter ISO-Wert,
doppelt so lange Zeit. Irgendwie kommt da eben nur die Hälfte von Licht rein und irgendwie muss ich das eben ausgleichen. Wenn das jetzt für dich okay ist und wenn du in Situationen fotografierst, wo du diesen Spielraum noch hast, dann ist das meiner Meinung nach ein guter Tausch. Es ist so, bei Tageslicht sind meistens völlig normale ISO-Werte möglich. Also wir reden da von dreistelligen ISO-Werten. Wenn es ein bisschen bewölkter ist, wenn es ein bisschen schwierigere Lichtverhältnisse sind, geht schon in den vierstelligen Bereich rein. Ich habe in Island zum Beispiel in der Gletscherlagune fotografiert und da waren jetzt mit Zeiten so im Bereich von 200stel bis 400stel waren circa ISO-Werte von, ich sage mal, 1600 bis circa 4000, 5000 notwendig. Mit einer R5 und mit einem Lightroom Entrauschen-Tool ist das für mich eigentlich kein großes Thema. Über 6.4 gehe ich persönlich zwar nicht so gerne, aber ich hatte jetzt nicht wirklich Situationen, wo ich mir gedacht hätte, hier bräuchte ich jetzt unbedingt noch eine Verdoppelung oder eine Blendenstufe mehr Licht. In Island war das einfach nicht der Fall. Wenn du jetzt natürlich aber drinnen Sport fotografierst, in dunklen Hallen oder regelmäßig in der Dämmerung fotografierst, im Morgengrauen Tiere, dann bist du natürlich schon von Haus aus an der Grenze und dann wirst mit dem Objektiv nochmal wahrscheinlich ein bisschen über die Grenze kommen. Also man braucht Licht. Aber in der Praxis sind Blende 9 als Lichtstärke jetzt nicht die große Katastrophe. Und ein zweiter Kritikpunkt, der geht dann so auf die schärfentiefe Thematik, so nach dem Motto, bei Blende 9 ist die Unschärfe ja dann nicht mehr so schön. Und es ist so, dass wenn man jetzt die 800 mm verwendet und Blende 9 versus zum Beispiel 600 mm und 6.3, dann ist es sogar so, dass man durch die größere Brennweite auch eine stärkere Unschärfe, also eine kleinere Schärfentiefe hat. Das heißt, würde man sich praktisch voll ranzoomen, ist der Hintergrund sogar unschärfer, als wenn man jetzt ein Foto mit 600 mm unter besseren Lichtstärke macht und dieses Bild nachher croppt. Wenn man jetzt natürlich in den unteren Brennweitenbereichen fotografiert, zum Beispiel 200 mm oder so, und das vergleicht mit einem anderen Objektiv, das da Lichtstärke ist, da wird man schon einen Unterschied sehen. Aber in den oberen Brennweiten war die Lichtstärke sowohl für die Schärfe als auch für die Zeit in einer realistischen Situation kein Problem. Zum Stabilisator. Wenn man jetzt mit zum Beispiel 800 mm fotografiert, dann würde ja die Regel sagen, Kehrwert eine 800stel wäre mindestens notwendig, dass ich freihändig jetzt zum Beispiel auch ein unbewegtes Motiv nicht verwackeln. Bei bewegten Motiven natürlich gelten vielleicht noch strengere Regeln. Mit einem Stabilisator ermöglicht es mir aber natürlich noch etwas längere Zeiten zu bekommen. Das setzt voraus, dass der Stabilisator erkennt, welche Bewegung ich mache und die Bewegung praktisch im richtigen Moment auch ausgleicht. Und meiner Erfahrung nach hat zum Beispiel ein 125stel ziemlich gut funktioniert. Ein 200stel sowieso immer, das erwarte ich auch, sobald ein Objektiv einen Stabilisator hat. Ich habe dann testweise zum Beispiel vom Mond auch Fotos gemacht mit einer 25stel, einer 30stel, einer 40stel. Im schlimmsten Fall machst du halt noch ein Foto. Und auch die haben phasenweise funktioniert. Ich würde mich jetzt aber nicht auf diese 5,5 Stufen, die da testweise oder die da halt in diesen Testberichten angegeben werden, verlassen. Also das sind natürlich Idealbedingungen, aber trotzdem mit einer 125stel zu fotografieren, wenn eigentlich eine 800stel notwendig wäre, auch das schafft schon einige gestalterische Freiheiten. Wichtiges Thema, Fokus. Der Fokus funktioniert bei diesem Objektiv mit einem Nano USM Motor und der funktioniert auch sehr gut. Und im Normalfall, wenn man jetzt Motive fokussiert, dann ist der Fokus erstens natürlich genau dort und zweitens auch ziemlich schnell dort. Ich habe es aber auch unter extremen Bedingungen getestet und das heißt für mich zum Beispiel, ich habe versucht, eine Möwe mit 600 oder 800 mm zu verfolgen und natürlich ist es dann so, wenn die Kamera zum Beispiel dann dieses Motiv kurz oder wenn ich das Motiv kurz aus dem Bildausschnitt verliere, versucht die Kamera natürlich dann wieder den Hintergrund scharf zu stellen, dann wieder den Vordergrund und dann sucht die halt ein bisschen herum. Wenn ich mir da eine Sache für dieses Objektiv wünschen könnte, dann wäre das auf jeden Fall eine Fokusbeschränkung. Also so eine Begrenzung, wo ich sagen kann, ich möchte gerne, dass du nur im Nahbereich oder eben in diesem Fall nur in der Entfernung, zum Beispiel alles ab 10 Meter oder so, fokussierst. Und wenn dann einmal der Fokus verloren geht, dann ist der Weg zu dem Motiv zurück nicht so weit, wenn die Kamera den potenziell ganzen Fokusweg einmal durchprobieren muss. Das waren jetzt Extrembedingungen. Da ist mir schon aufgefallen, dass ein Motor einfach dann ein bisschen länger braucht, wenn einmal die Kamera ganz daneben liegt. Ist natürlich jetzt auch nicht vergleichbar mit einem Teleobjektiv wie zum Beispiel dem Canon RF 400mm 2,8, was einfach 13.000 Euro kostet und dementsprechend auch einen anderen Fokusmotor verbaut hat.
Fällt für mich also auch unter die Kategorie Kompromiss, wobei ich halt auch dazu sagen muss, das merkt man halt wirklich nur in extremen Situationen. Ein Motiv, das sich auf mich zubewegt und nachvollziehbar eine Bewegung macht und nicht einmal kurz aus dem Bildausschnitt rausgeht und dann wieder da ist, hat dieses Objektiv oder beziehungsweise der Fokus einwandfrei verfolgen können. Bei allen anderen Motiven, die sich jetzt nicht großartig bewegt haben, natürlich sowieso. Zur Wetterbeständigkeit. Objektive mit einem Außenfokus stehen ja so ein bisschen im Ruf, dass sie nicht ideal sind für zum Beispiel harsche Bedingungen draußen, zum Beispiel bei Regen fotografieren. Sobald man das natürlich einfährt, wird dann eben der Schmutz und auch der ganze Staub und das Wasser mit reingezogen. Und ich kann nur so viel sagen, ich habe das in Island unter wirklichen Bedingungen fotografiert. Ich nehme, wenn ich eine Kamera habe, das tut manchmal ein bisschen weh, oder wenn ich ein Objektiv habe, dann nehme ich das in solche Bedingungen mit und fotografiere auch, weil dafür sind die Sachen gemacht. Wenn es da regnet und das ist ein Objektiv, das für mich spritzwassergeschützt definiert ist, dann verwende ich das auch draußen. Ich habe das im strömenden Regen verwendet, ich habe gezoomt damit, ich habe es in Sandstürmen verwendet und es gibt manche Ringe, wo ich nach wie vor ein bisschen Sand aus Island mitgenommen habe. Das sind jetzt aber keine Ringe, die irgendwie speziell für dieses 200 bis 800 mm sind, sondern eben sowas wie dieser Einstellring außen, wo einfach, wir waren da bei 140 km/h Sandstürmen, du drehst dich kurz weg, ein paar Körner sind immer noch drin und hat nichts mit dem Objektiv zu tun. Alles, was mit diesem Außenfokus zu tun hat, dort in diesem Bereich, da ist weder Sand, da schabt es nicht, noch mal irgendein Problem mit Feuchtigkeit. Und ihr könnt es mir glauben, diese Reise, die war wild, die war harsch und ich habe dieses Objektiv nicht geschont. Das heißt, das, was man sich auch so von diesen L-Serien-Objektiven erwartet oder was man sich halt erwartet, wenn man so ein weißes Teleobjektiv sieht, das kann ich absolut bestätigen. Last but not least, aber der wichtigste Punkt, die Bildqualität. Ihr werdet jetzt bei mir keine Pixel-Peeping, ich vergleiche 100% von 10 verschiedenen Objektiven nebeneinander und schaue, wo, wie, was ist. Ich habe dieses Objektiv verwendet, ich habe die Fotos mit einem durchaus hohen Anspruch betrachtet. Ich bin sehr gute Objektive gewohnt und wenn ein Objektiv nicht liefert, dann fällt das sofort auf. Gleich vorweg, die Qualität, die Schärfe ist wirklich sehr gut. Also ich habe zum Beispiel in der Gletscherlagune einen Kormoran fotografiert, wo noch das Wasser, die Wassertropfen drauf waren. Und obwohl das eine höhere ISO war, weil es auch schon ein bisschen dämmerig war, du siehst wirklich jedes einzelne Härchen, jeden einzelnen Tropfen und so weiter. Und das zieht sich halt bei vielen Motiven durch. Was manche jetzt bei solchen Objektiven vielleicht mit schlechter Bildqualität verwechseln, ist das, wenn ich über einen großen Bereich fokussiere, also zum Beispiel eine Landschaft mit vielen Kilometern, dann habe ich bedingt durch irgendwelche atmosphärischen Sachen, Thermik, Winde, also einfach diese Luftverwirbelungen, dann habe ich von Haus aus eine gewisse Unschärfe. Wir haben ja eben, wie gesagt, sehr windige Bedingungen gehabt und es hat eine Situation gegeben, wo ich den Sonnenuntergang fotografieren wollte und es war so extrem windig, dass das unschärfste Bild war, das ich jemals von einem Sonnenuntergang gemacht habe. Ich habe sogar ein bisschen ein Video gemacht, wo man sieht, wie diese Luftverwirbelungen über dem Meer sind. Und natürlich in so einer Situation kannst du kein scharfes Foto machen. Das würde jetzt bei 200 mm viel weniger auffallen, natürlich auch dort, aber nicht so stark. Und genauso ist es halt, wenn ihr jetzt eine Safari habt oder so. Und da ist jetzt Thermik, Luft steigt auf, Luft verkräuselt sich, verwirbelt sich und dann ist halt irgendwie 100 Meter entfernt ein Tier und das schaut nicht scharf aus. Dann kann es auch einfach deswegen sein, dass ihr mit diesem Teleobjektiv überhaupt so nah rangekommen seid, also Sinn macht, dieses weit entfernte Motiv zu fotografieren, aber die Luftverwirbelung des Ganzen unscharf machen. Alle Motive, die in der Nähe sind, egal ob ich die jetzt mit 200 oder mit 800 mm fotografiert habe, waren für meine Ansprüche sehr scharf. Natürlich gibt es einzelne Objektive, gerade zum Beispiel jetzt ein 100 bis 500 mm oder ein 400 mm, das in den Tests punktuell besser abschneiden. Wenn es für mich von der Schärfe her passt, wenn ich Fotos mache und ich sage nachher, das ist so scharf, wie ich es gerne hätte, bin ich damit zufrieden. Wenn ihr jetzt irgendwelche Tests wollt, wo ihr halt von allen möglichen Marken und allen möglichen Brennweiten nebeneinander verglichen haben wollt, da gibt es sicher ganz viele Blockschichten. Ich kann euch nur sagen, in meiner Erfahrung war ich mit der Qualität wirklich sehr zufrieden. Bevor ich jetzt zu meinem abschließenden Fazit komme und auch sage, für wen ich glaube, dass dieses Objektiv gut geeignet ist und für wen eher nicht, möchte ich natürlich auch einfach mal die Bilder sprechen lassen. Ich werde euch jetzt ein paar Fotos zeigen, die ich eben während meiner Fotoreise Island gemacht habe. Ich schreibe wie immer auch die EXIF-Daten dazu, dann seht ihr auch so ein bisschen vom Gefühl her, welche ISO und Zeit man dafür gebraucht hat. Und ich würde sagen, ich lasse einfach mal die Fotos sprechen und melde mich nachher wieder mit meinem Fazit.
Mein Fazit. Ich finde, dieses Canon RF 200 bis 800 mm ist sicher eines der spannendsten Objektive, die Canon für das neue RF-Bajonett rausgebracht hat. Einerseits, weil es einen irrsinnig großen Zoom-Bereich hat und eben auch eine sehr große maximale Brennweite. Das Ganze bei meiner Meinung nach einem sehr fairen Preis und auch einem sehr akzeptablen Gewicht bzw. auch einer okayen Größe. Das muss natürlich jetzt jeder für sich selber beurteilen. 2 Kilo ist für so ein Tele meiner Meinung nach nicht viel, aber natürlich für manche ist es einfach ein Dealbreaker, so ein schweres Objektiv zu haben. 2500 Euro ist in meinen Augen ein fairer Preis, für andere natürlich etwas, wo sie das nie für ein Objektiv ausgeben möchten. Deswegen ist eine sehr individuelle Entscheidung, ich will euch hier nur meine Erfahrungen geben, damit ihr das auch ein bisschen einordnen könnt. Was hat mich jetzt an dem Objektiv im Endeffekt wirklich positiv begeistert? Das erste ist einmal eben diese akzeptable Größe bzw. Gewicht. Ich hätte mir so ein Objektiv eben auch gerade ein bisschen geprägt vom Sigma 60-600 schwerer vorgestellt, wenn es gut abgedichtet ist. Und dieses Objektiv ist einerseits nicht wahnsinnig schwer, recht angenehm sogar zum Halten und eben auch extrem gut wetterbeständig, spritzwassergeschützt, staubgeschützt. Ich habe das wirklich getestet. Also das hat mich auf jeden Fall überzeugt. Bildqualität war sehr gut. Die Lichtstärke war in der Praxis nicht so ein großes Problem, wie ich es befürchtet hätte und wie, glaube ich, manche Leute auch befürchten, wenn sie halt zum ersten Mal von F9 lesen. Also alles in allem wirklich eine sehr überzeugende Leistung. Was hätte ich mir gewünscht für dieses Objektiv? Zuerst einmal eine Fokusbegrenzung. Ich finde gerade bei so einem großen Brennweitenbereich, wo man sagt, okay, ich fotografiere weit entfernte Dinge, da wäre es schon ganz praktisch zu sagen, hey, ich möchte nur Dinge, die 20 oder 30 Meter entfernt bis unendlich sind, fokussieren. Alles andere brauchst du gar nicht erst probieren. Das wäre cool gewesen. Auch ein etwas kürzerer Zoomweg. Das heißt, wenn ich von den 200 auf die 800 gehe, muss ich eben, wie gesagt, zweimal im Normalfall drehen. Auch das könnte man vielleicht ein bisschen kleiner machen, wenn man sich nicht so verrenken muss. Ist jetzt aber auch nichts Dramatisches. Und das dritte, eine Akaswiss Stativschelle. Sigma verbaut das bereits seit Jahren standardmäßig, auch Canon darf gerne mal hier Akaswiss kompatible Stativschellen verbauen, dass man nicht noch eine Platte unten drauf geben muss, wenn man es schon am Stativ verwendet. Grundsätzlich aber sehr fein zu tragen, diese Stativschelle. Für wen glaube ich jetzt, dass dieses Objektiv interessant ist? Grundsätzlich einmal für alle Leute, die Dinge fotografieren, die wirklich weit weg sind und wo sie nicht beliebig nah ran können. Das kann jetzt einerseits Wildlife sein, das kann auch zum Beispiel Sport sein, wobei ich denke da zum Beispiel dann eher an Dinge wie zum Beispiel Surfen, also wo wirklich die Sportler weit entfernt sind und nicht so sehr an jetzt zum Beispiel Fußball oder Tennis, wo zum Beispiel 200 mm oft auch völlig ausreichen. Es kann auch in der Landschaftsfotografie und auch in der Städtefotografie, Stichwort Stauchen, also das Komprimieren von großen Entfernungen, interessant sein. Ich habe kurz vorher erwähnt, ich habe das 600 mm Lichtstärke 11 Objektiv auf meiner USA-Reise voriges Jahr mitgehabt, habe da in Chicago zum Beispiel auch ein cooles Foto gemacht mit 600 mm. Also auch dafür kann es cool sein. Ich habe auch schon überlegt, heuer ein YouTube-Video zu machen, wo ich eine Challenge mache mit Ultratele in der Stadt. Ich habe mal, eins meiner ersten Videos auf dem Kanal war eine Ultratele-Challenge, nur mit dem 60-600 mm im Wald Fotos machen. Vielleicht mache ich das mal in der Stadt, wenn euch sowas interessiert, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Für solche Leute, glaube ich, wird dieses Objektiv sehr gut sein. Wenn man jetzt viel unter schwierigen, prekären Lichtbedingungen fotografiert, Motive, die eh schon relativ nah sind, dann glaube ich, gibt es andere Objektive, die besser diese Stärken ausspielen. Aber eben wie gesagt, für die Bereiche, wo ich es gesagt habe, da stelle ich mir das Objektiv sehr spannend vor. Wenn dir dieses Review etwas gebracht hat, dann zeig es bitte YouTube, zeig es mir, hinterlass einen netten Kommentar. Oder wenn du Fragen hast, schreibe auch diese Fragen in die Kommentare, hinterlass ein Like. Und wenn du mit mir die Faszination Fotografie erleben möchtest, bei meinen Fotokursen oder eben auch bei den Fotoreisen, dann schau gerne auf meine Website, dort findest du alle Infos. Ansonsten wünsche ich dir liebe Grüße aus Wien, viel Freude beim Fotografieren und natürlich wie immer, gut Licht!